Sodle, moin moin und herzlich willkommen hier den Noten zu einem Angezockt und zwar von Aquatico. Das ist praktisch Surviving Mars auf dem Meeresgrund. Ja? Das Ganze ist an diesem Wochenende in einem Alpha Playtest. Ich hatte Glück, bin eingeladen worden. Wir sehen es schon unten links, Alpha-Version. Soll allerdings im dritten Quartal dieses Jahr, also sehr bald, rauskommen. Ich bin mal gespannt, ob es klappt oder ob das Ganze noch ein bisschen nach hinten verschoben wird, ja. Wir werden hier uns das Ganze jetzt mal angucken. Der Alpha-Playtest ist auf 3 Stunden beschränkt. Das heißt, mal gucken, wie weit wir kommen, wie viele Folgen ich jetzt am Wochenende noch hinkriege. Wir hatten es schon im Stream gespielt, auf Twitch. Kannst du gerne mal vorbeischauen, wenn du möchtest, ja. Und wir werden hier einfach ein neues Spiel anfangen, so dass ich dir das hier auch noch zeigen kann, ja. Wir lassen ja alles so, wie es ist. Deep Sea 9, Banner, Farbe, lassen wir alles so. Wir haben hier Shallow Reef, das ist unsere Karte. Wir können nur diese Karte nehmen. Alle anderen, man sieht es hier ausgegraut, sind im Alpha-Playtest nicht verfügbar. Ja? Also gehen wir direkt da rein. Startmonat April, alles lassen wir hier normal. Erze machen wir mal viel, genauso wie die Ressourcen. Population kann man noch ein bisschen hochstellen, aber lassen wir auch mal so normal. Ja? Und dann gucken wir uns das einfach an und du schreibst mir mal in die Kommentare, was du davon hältst. Also der Stream gestern und auch ich waren sehr begeistert. Super, super toll sieht's aus. Macht eine Menge Spaß und wie gerade schon gesagt, erinnert es sehr, sehr stark an Surviving Mars, meiner Meinung nach. Und hat ein paar richtig coole Features. Leider noch nicht in Deutsch im Moment, aber ich gebe mein Bestes, um das zu übersetzen. Und wie gesagt, wir haben es im Stream schon die 3 Stunden gespielt, also ich weiß, worum es hier geht und was wir bauen müssen und so weiter, ja. Choose a location for your people to build a subsurface base. Okay, also diese subsurface base, die müssen wir am Anfang bauen. Die können wir hier irgendwo hinsetzen. Wir sehen schon hier das Grid, das kann man mit G ein- und ausschalten. Und die verschiedenen Farben, ja. Hier rot, da können wir nicht bauen. Gelb, buildings occupied. Also die sind schon besetzt hier. Fertile Area, also hier, das ist das fruchtbare Gebiet, wo wir dann Lebensmittel anbauen können. Crude Oil Rich ist das braune hier, da kann Öl rein. Dann haben wir radioaktives Gebiet, das ist zum Beispiel hier das kleine lilane, dort oder hier am Rand. Erzreich sind die weißen, immer rund um die Berge. Und Abyss ist halt hier das blaue, da geht's ins Nichts, wie wir sehen. Ne? Das ist natürlich die Frage, wo wollen wir hier bauen? Im Stream hatten wir hier unten angefangen, aber das finde ich ein bisschen eng. Vielleicht kriegen wir das ja hier gut hin, weil hier haben wir schön Platz, ne? Wenn wir mal gucken, wenn wir das hier reinbauen. Ich glaube, das machen wir diesmal. Fangen wir mal hier auf der Seite an. So, das rote war hier Crude Oil Rich, ne? Genau, da müsste Öl sein, siehst du? Kann man schön reinbauen. Dann können wir die nämlich so hier in die Mitte bauen. Ist jetzt vielleicht nicht das cleverste, die auf das Öl zu bauen oder überhaupt auf das fruchtbare Land. Aber wir müssen es ja irgendwo hinbauen, ne? So, willkommen, Seebürgermeister. Leading an underwater city colony is a great responsibility, but we at New Atlantis Initiative have no doubt you can handle this. Also, es ist sehr schwer, aber wir schaffen das, ja? Going underwater is our last chance of survival since the asteroid hit made the surface uninhabitable. Also, auf der Oberfläche ist ein Asteroid eingeschlagen und es ist unbewohnbar. Focus on the production of plastic for construction. Wen wundert's? Mal wieder Plastik. Fuel for heating and food for our people. The cold winter currents will strike soon. Build a beacon of civilization and give hope to mankind in these hard times. Also man sieht's im Endeffekt. Essen, Baumaterial und halt Treibstoff für Wärme, ne? So, gucken wir mal. Hier haben wir unsere Drohnen. Jetzt müssen wir hier alles angucken. Wir haben hier Credits, wir haben Lebensmittel, Basic Goods, also Klamotten, Möbel, Luxus. Kommen wir noch nicht hin erstmal. Hier wollen wir auch. Da sehen wir Elektrizität, Öl, Treibstoff und Sauerstoff. Das ist unsere wichtigsten Ressourcen hier. Dann sehen wir hier, wir haben 2 Erwachsene, eine Familie, 2 Ingenieure sind davon, 12 Drohnen. 3 Einflusspunkte, 98 Happiness. So, das ist, glaube ich, alles selbstverständlich hier. Mit Space, Pause drücken, weitermachen. Auf, runter. 1, 2, 3, 4. Ne? Da können wir es ganz schnell machen. Lassen wir aber erstmal. WASD, rechte Maus. U und E, Mittelmaus.
rauf, runter, links, rechts und scrollen. Muss man gerade machen, das Tutorial. Ist aber nicht so schlimm. Jetzt sehen wir hier unten, hier leuchtet's. Gebäude. Das sind alle Gebäude, die man bauen kann. Die müssen wir Stück für Stück freischalten. Und als erstes haben wir hier nur den Sammlerplatz. Den bauen wir. Wir sehen schon hier, der sammelt Muscheln, Seeschnecken und Seegurken. Food Class 1. Heißt, also es gibt ja auch drei verschiedene, wenn man hier oben drüber geht, ja. Guck, Tier 1, Tier 2, Tier 3. Je höher, umso besser. Wir sehen es bei Tier 3. Kuchen, Sushi, gegrillte Austern und hast du nicht gesehen, ja. Ramen unter anderem auch da. Finde ich lustig. Aber da sind wir noch lange nicht. Da kommt man in der Demo auch, glaube ich, gar nicht hin. So, jetzt müssen wir mal gucken, was die hier so sammeln können. Wir hatten ja hier mit G unser Grid. Da sehen wir im Grünen hier, da ist es sehr fruchtbar. Vielleicht sollten wir jetzt nicht unbedingt hier das kaputt machen, weil das brauchen wir noch später. Wir drehen das mal rum und setzen das hier so dran. Wichtig kann ich direkt sagen, ich würde immer mit dem Grid arbeiten und dann immer ein bisschen Platz lassen, hier so Dreie zum Beispiel, weil wir müssen gleich noch Rohre bauen und die Rohre sind wichtig. Über die Rohre wird alles transportiert und die brauchen ihren eigenen Platz. Wenn wir das jetzt hier alles direkt aneinander bauen, dann können wir da keine Rohre mehr hinbauen. So, Tutorial will continue after construction is complete. Jetzt sehen wir, die bauen das hier. Und dann geht's gleich weiter. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Bin sehr gespannt. Bauen wir das hier mal ein bisschen schneller. So, dass die da flitzeln können und bauen. Ganz schnell. Auf 8. Jupp. Fertig. Jawohl. So. Almost every building requires workforce assigned to it to operate properly. On job spot panel, you can assign workforce members to a certain job profession. Das machen wir hier unten. Gehen drauf. Dann sehen wir hier Jobs Board. Und das kennt man auch aus jede Menge Aufbauspiele. Jetzt sehen wir schon, ne, Sammlerdrohne 0 von 1. Wir können jetzt auch hier unten einfach einen Haken setzen, automatisch. Und dann tut das Spiel automatisch immer da, wo was gebraucht wird, halt eine Drohne oder einen Arbeiter hinschicken, sofern einer vorhanden ist, ja. So, jetzt schieben wir das mal auf Seite, machen das weg. Und jetzt sehen wir schon, als nächstes sollen wir jetzt Folgendes bauen, und zwar einen Schwammsammler. Den müssen wir da hinbauen, wo es am effektivsten ist. Jetzt sehen wir schon, der hat einen Radius. Wenn wir mal gucken, sehen wir hier Arbeitseffizienz 125%. Wenn wir hier oben hingehen, 112, 113. Wo haben wir denn die meiste? Die meiste war schon echt hier, ne? 125. Drehen wir aber mal so rum. Dann bauen wir den noch hier hin. 125% Effizienz ist nicht verkehrt. Jetzt müssen wir wieder warten, bis das Ganze gebaut wurde. Deswegen machen wir das schneller. Ah, ist schon schön. Du kannst mir auch in die Kommentare schreiben, was du von der Grafik hältst. Ich find's mega. Wirklich richtig, richtig schön. So, der Schwammsammler hier ist dann jetzt fertig gebaut. Der sammelt Schwämme. Die sammeln, sehen wir hier, 310 im Jahr als Lebensmittel. Hier übrigens, da sieht man, da läuft ein Mensch im Prawn-Suit. Der erinnert mich sehr stark an Subnautica. Und später können wir die hier auch noch für Credits und so weiter aufwerten, dass sie halt weniger Upkeep-Kosten haben, also weniger Kosten im Unterhalt, oder dass der Radius größer wird, dass sie mehr sammeln, also mehr produzieren. Ja, geht alles, aber erst später. Das ist jetzt die Ölplattform. Größe 12x12. Das ist das, was ich meinte. Operated by a drone. Jetzt gucken wir wieder, wo die hier sind. Die können wir zum Beispiel schon schön hier hinten reinbauen. Wichtig hier wieder, Platz lassen für die Rohre. Ne? So, deswegen, ich bin gerade dabei, mir anzugewöhnen, immer so drei Kästchen zwischen den einzelnen Gebäuden freizulassen, damit da die Rohre super durchpassen. So, needs to be refined into fuel, so your residents can use it for heating. This is done in fuel refineries. Die haben wir hier unten, und dann bauen wir natürlich noch hier eine fuel refinery, die auch riesengroß ist, die wir dann hier nebensetzen können. Und jetzt merkt man schon, gucken wir hier so drei Platz, hier drei Platz, da können wir so schon gar nicht hinsetzen, weil rot da oben, das heißt, die müsste schon ganz hier dran. Ich würde sagen, das können wir uns hier noch erlauben, so, weil wir ja hier eh hier oben lang gehen wollen. Schwupp, gucken wir mal, wie lange es dauert, bis die gebaut wird.
Die ist auch fertig. Wir sehen hier schon schön Missing Connection to Pipe Network. Das heißt, die muss ans Netz der Rohre angeschlossen werden. Hier dasselbe. Machen wir mal langsam. Er sagt es uns auch hier. Certain buildings need to be interconnected via combined pipeline systems to be able to work. So, also. Wir sehen es hier. Öl, Treibstoff, Elektrizität, Sauerstoff. Alles wird über diese Rohre transportiert. Deswegen Platz lassen, so dass wir immer alles richtig gut anschließen können. Hier unten rechts, da bei Infrastructure, haben wir die Pipes. Und die können wir jetzt halt hier erlegen. Jetzt haben wir hier sogar nur zwei freigelassen. Ist halt so. Dann können wir hier aber schon mal schön in der Mitte ein Rohr bauen. Und bauen das hier lang. So. Und hier an den blauen Punkten, da verbinden wir das. Wenn ich das jetzt hier hinbaue, sehen wir, ist die verbunden. Die ist auch verbunden. Somit kann jetzt das Öl von der Pumpe in die Treibstoffraffinerie und dort verarbeitet werden. Select the marked Sponge Collector Building and pay for the Production Boost Upgrade. Okay, jetzt sehen wir, hier können wir dann boosten. Bringt uns 20% mehr Produktion. Machen wir gerne. So, jetzt müssen wir als nächstes eine Plastikfabrik bauen. Da werden die Schwämme verarbeitet. Die haben wir hier. Auch wieder ein gigantomanischer Klopper. Und hier siehst du jetzt schon schön, guck, haben wir aneinander gebaut. Hier hinten ist kein Platz mehr. Das heißt, jetzt müssen wir schon gucken, wie wir hier um die Kurve kommen. Ne? Würde ich am liebsten dann hier wieder drei freilassen, so. Dann haben wir das nämlich dadurch. Hopp, bauen wir die hier hin. Ist jetzt auch nicht so gut, weil jetzt haben wir dem hier alles kaputt gemacht. Fällt mir gerade ein, aber ich denke, das reicht noch. Während die da bauen, können wir hingehen mit den Pipelines hier oben. Das Ganze mal drehen, gucken, wo es lang geht. 1, 2, das heißt, hier würde ich gerne lang gehen, so. Hier durch. Bis hier hin, dann können wir hier runter gehen. Gucken wir mal, dass wir um die Kurve kommen. 1, 2, passt genau. Und den können wir jetzt schon so bis hier dran machen. Dass die halt auch mit Treibstoff versorgt wird. Ja, und das sehen wir schon, jetzt haben wir es schon schön durchgebaut. Am besten könnte man jetzt noch hingehen und die hier einfach weiter hier durchbauen. Geht aber gerade nicht, weil wir, glaube ich, nicht mehr genug Ressourcen haben. So, harvest the designated resources, drag a box around the area you want to harvest. Genau, das können wir nämlich auch noch. Wenn wir hier unten auf den Bulldozer gehen, haben wir dann hier gather stone, iron and plastic. Das heißt, Eisen, Stein und Plastik können wir auch so sammeln, wenn der hier auf dem Meeresgrund liegt. Wir sehen das hier. Einfach drüber und er sammelt es ein. Ja? Und schon geht das dann. Dann flitzen die Drohnen dahin und sammeln das von Hand ein. Hier und da liegt mal was, aber nicht unendlich. So, man sieht es, jetzt sammeln die das schön ein. Und wir sehen hier Open the Research Screen und dann können wir uns mal die Forschung angucken. Wieder hier auf das Ding und dann auf den Research. Und jetzt sehen wir schon schön, was es hier alles gibt, ja. Ich zeige das jetzt einfach mal. In den 3 Stunden wirst du es nicht schaffen, den gesamten Tech-Tree zu erforschen. Irgendwann ist auch Ende. Ich glaube, was heißt ich glaube? Gestern sind wir bis gerade so an den Anfang von Tier 2 gekommen, ja. Also in den 3 Stunden kannst du Tier 1 ziemlich komplett erforschen und auch bauen. Aber bis Tier 2 ist dann Ende. Dann sagt er dir auch in der Alpha nicht verfügbar. Und man sieht das hier, wie gigantomanisch der Tech-Baum ist, ja. Also, das wird schon kompliziert, sage ich mal. Man kann später sogar unter Wasser Atomkraftwerke bauen. Aber wir fangen hier vorne mal an mit der Tidal Turbine, die uns dann Elektrizität macht. Ja? Noch relativ billig, 5 Tage, geht schnell. Warten wir, bis das erforscht ist, die Strömungsturbine hier. Houses and civic buildings can only be built inside well-pressurized hubs called domes, which can suit a sustain a normal everyday life. Also, Wohngebäude können wir nur in bestimmte Domes bauen, die wir hier haben. Es gibt einen kleinen, es gibt einen mittleren, es gibt einen großen. Fangen wir erstmal mit dem kleinen an und das hier ist auch schon riesengroß, ja. Das ist der kleine wohlgemerkt. Wenn ich den jetzt hier drauf setze, sind die ganzen Schwämme wieder weg. Das will ich ehrlich gesagt nicht. Mal gucken, ob wir den hier irgendwo hinbauen können. Könnten wir, aber dann müssten wir hier auch noch das drumrum ziehen. Das würde ich aber gerne machen. So, wir setzen den mal hier so hin. Da tut er nicht viel dann verbrauchen.
Tutorial will continue after the construction is complete, wie wir sehen. So, wir bauen dann währenddessen schon mal hier ein bisschen unsere Leitungen weiter. Hier durch. So, immer hier lang. In der Mitte. Hier lang und dann können die hier hin. Weil das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Auch der muss natürlich hier dran angeschlossen werden. Damit er Strom und Treibstoff und so weiter und so fort kriegt. Haben wir jetzt wunderbar gemacht hier. So, und jetzt siehst du schon, die Pipelines hier, exakt wie bei Surviving Mars, ja. Die müssen überall angeschlossen werden. Die brauchst du für alles. Und die brauchen halt ihren Platz. Können später auch kaputt gehen, da müssen sie repariert werden. Aber am Anfang passiert das eigentlich noch nicht. So, wie sieht's aus? Wir machen mal gerade ganz schnell, dass der hier gebaut wird. Fertig ist er. Toggle between Ground and Dome View machen wir mit Tab. Also jetzt sind wir hier auf dem Boden. Wenn wir Tab drücken, sind wir oben im Dome. Hier drin können wir dann die Häuser bauen. Wir sehen es, zwei Häuser. Rechts bei den ganzen Buttons der aller linke. Haus 1, 2, 3, 4 gibt es auch noch in verschiedenen Leveln. Je höher, umso besser, umso komfortabler. Ich versuche halt immer hier so gut wie möglich Platz zu sparen und baue die dann so in die Ecken. Und dann gucken wir, was da alles reinpasst. Ne? Open the Research Screen and Research Oxygen Generator. Brauchen wir jetzt auch noch Sauerstoff, sonst können die da logischerweise nicht drin überleben. Ne? So. Und jetzt könnten wir eigentlich schon mal wieder hier runtergehen und wenn wir G drücken, gucken, was hier alles grün ist. Das heißt, hier oben ist grün, hier könnten wir dann gut unsere Lebensmittel aufbauen. Das heißt, das hier könnten wir auch durchaus noch zubauen, um da dann den Oxygen Generator und so weiter zu bauen. Weil wir brauchen auch Strom. Jetzt können wir mal hier drüber gehen, hier links, bei den Vieren, die wir eben hatten am Anfang. Wir sehen schon, Sauerstoff, Produktion 0, Verbrauch 0, ne? Und wir brauchen 10,8. Treibstoff produzieren wir 90 und verbrauchen 70,8. Rohes Öl 120, 80 passt. Elektrizität noch keine. Aber Sauerstoff müssen wir jetzt auf jeden Fall haben. Und dafür brauchen wir wieder diese Tidal-Turbine hier. Und die muss, glaube ich, auch hier angeschlossen werden. Die kann man jetzt wunderbar hier dran bauen. So. Weil die hat ja ihren blauen Rand. Den können wir dann einfach wieder hier anschließen. Und jetzt will er auch direkt einen Oxygen Generator haben, der hier reinkommt. Aber das machen wir nicht hier rein, weil da die Schwämme gesammelt werden. So, jetzt gucken wir, ob wir hier wieder drei frei kriegen. Kriegen wir. Dann können wir das immer noch da durchziehen, wenn wir wollen. Das heißt, jetzt bauen wir hier schon was für Energie und für Sauerstoff. Connect the dome, tidal turbine, oxygen generator and a fuel refinery with a single pipeline system. Also auch das, alles muss an das eine System angeschlossen sein, ne? So, bringt nichts, da 10 verschiedene Systeme zu machen. Die können wir jetzt wunderbar hier anschließen. Und jetzt siehst du schon schön, ne, wie einfach das geht, die da anzuschließen, wenn wir das im Voraus richtig gut planen. So, Open up Research Screen and Research Battery Factory. Das ist das nächste. Jetzt müssen wir eine Batteriefabrik erforschen. Denn wir brauchen ja Batterien für unsere Drohnen. Wenn die leer sind, machen sie nichts mehr. Ne? Das heißt, wir basteln uns jetzt eine Batteriefabrik. So, Tutorial will continue after research is complete. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit, uns hier das Ganze mal anzugucken. Das ist jetzt unser Sauerstoffgenerator, der produziert 100. Jetzt können wir gucken, 10,8 brauchen wir, 100 produzieren wir, reicht locker. Treibstoff ist schon ein bisschen knapper. Rohöl auch und Energie ist auch relativ knapp. Aber wir können ja noch mehr davon bauen und es sieht einfach nur geil aus, muss ich sagen. Ich finde das Spiel mega. Einfach nur genial. Und wenn die Vollversion rauskommt, werden wir uns da auch auf jeden Fall noch austoben und dann Tier 2 und 3 freispielen. Ja? Aber, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Folgen ich schaffe. Das hier soll es von der ersten Folge gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.